Wenn du erfahren möchtest, wie man seine Checkout-Seite im WooCommerce-Shop von 0815 zu zum Beispiel Shopify-Optik umwandelt, also damit es einfach besser aussieht, dann ist das Video genau richtig für dich. Also bleib unbedingt dran. Ja, erstmal hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Digitale Formate. Mein Name ist Joey und wir schauen uns heute einmal das Thema Checkout-Seiten oder in Deutsch einfach das Thema die Kassenseite an in WooCommerce, ja, wie ihr die umwandeln könnt, ein bisschen aufwerten könnt und hoffentlich so auch mehr Sales generiert. Denn am Ende des Tages ist gerade die Warenkorb- und Kassenseite bei jedem Online-Shop enorm wichtig. Die sollten immer reibungslos funktionieren und auch optisch dementsprechend ja, möglichst schön und einfach sein. Ja, da nehme ich mal einigen Beispiel von Shopify. Deshalb wirklich hier wollen wir mal dem Titel gerecht werden, ja, und die Checkout-Seite wie so eine Shopify-Optik umändern, damit das Ganze nicht so wie hier standardmäßig aussieht und jetzt auch nicht so unbedingt sehr benutzerfreundlich ist. Was wir mal in vielen Shop-Analysen sehen, ist gerade bei den Seiten, wo sich natürlich vieles abspielt und auch am Ende entschieden wird, ob der Kunde jetzt tatsächlich das Produkt im Shop kauft oder nicht. Da muss alles wirklich sitzen, stimmig sein. Alles, was da kompliziert ist oder unnötig, dass man irgendwie 30 verschiedene Schritte ausklappen muss im Formular und so weiter, das darf nicht sein. Also starten wir direkt erstmal los. Dazu haben wir hier einen Demo-Shop, wie ihr sehen könnt, bei Rateboxes hier ganz einfach auf die Beine gestellt. Ja, hier kann man ja wirklich ganz einfach neue Testinstanzen oder generell Webseiten anlegen, falls ihr noch nicht das passende Hosting habt. Auch für ein Thema WooCommerce Shops richtig genial geeignet. Verlinke ich euch gerne hier, haben wir schon mal ein Video zu gemacht. Da haben wir jetzt hier einen ganz klassischen Shop jetzt erstmal erstellt, wo wirklich ein Demo-Produkt drin ist. Ihr seht hier, wir haben WooCommerce schon installiert, auch basismäßig noch gar nicht die relevanten Einstellungen vorgenommen. Das reicht aber für das Video definitiv. Und als Design, also Themes, haben wir hier das von WooCommerce Storefront-Theme gewählt. Hier direkt der Hinweis, wir haben hier das Storefront-Theme gewählt. Das ist auch, was wir jetzt heute machen, kompatibel mit vielen gängigen Themes. Ihr solltet dennoch vorher kontrollieren, ob die Möglichkeit, die wir hier verwenden, auch für euer Theme geeignet ist. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, schreibt das gerne in die Kommentare. Generell, wenn ihr Anpassungen an euren Webseiten tiefergehend oder Shops vornehmt, immer vorher ein Backup von der Seite machen. Bei Rateboxes geht das hier unter den Reiter Backups ganz einfach, dass man dann hier ein Backup anlegt. Ansonsten könnt ihr auch sowas wie Updraft verwenden. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht zum Thema WordPress-Backups. Und was wir dann jetzt hier als erstes machen, ist unter Plugins gehen und installieren dazu ein notwendiges Plugin. Und das nennt sich WooCommerce Blocks. Seht ihr, ich habe es schon einmal eingegeben. WooCommerce Blocks, hier haben wir es. Und dann installiert ihr das Ganze hier? Das habe ich jetzt schon im Vorfeld einmal installiert. Das heißt, ich muss hier nur noch auf Aktivieren gehen und ihr seht, das Plugin ist hier installiert. Worauf ihr auch zusätzlich noch achten müsst, das habe ich jetzt hier vorausgesetzt in dem Beispiel, dass ihr eine Express-Checkout-Variante in WooCommerce hinterlegt habt. Das heißt, hier zum Beispiel über WooCommerce Payments, falls ihr das verwendet als Bezahlungsdienstleister, Stripe, Molly oder was ihr auch immer ihr da verwendet als Bezahlungsmöglichkeit. Das sollte eine Express-Variante unterstützen. Dementsprechend könnt ihr dann auch das Express-Feld auch da zusätzlich customizen. Ja, wir gehen dazu jetzt einmal in unseren Shop rüber und auf die benötigte Kassenseite. Und dann gehen wir jetzt hier ganz einfach oben auf Seite bearbeiten. Ihr könnt aber auch übers Backend und dann unter dem Reiter Seiten auf eure Kassenseite gehen. Und dann seht ihr hier Folgendes, genauso wie beim Warenkorb, da steht immer ein WooCommerce Shortcode. Dieser Shortcode, der sorgt jetzt dafür, dass genau an der Stelle die Kasse erscheint. Jetzt könnt ihr daran wenig anpassen. Dementsprechend ist das WooCommerce Blocks Plugin ja gut, damit ihr
da den Checkout anpassen können, zumindest etwas. Wir entfernen hier einmal den Block und fügen hier einen neuen hinzu und der heißt Kasse. Auch Checkout könnt ihr eingeben, das geht beides. Und jetzt seht ihr nämlich hier das Apple Pay Logo oder die Bezahlungsfunktion, die ihr generell mit drin habt. Habt ihr das nämlich nicht konfiguriert, bekommt ihr hier einmal den Hinweis, dass zuerst Express-Bezahloptionen konfiguriert werden sollen. Aber wir wollen uns ja einmal um die Shop-Seite jetzt hier kümmern und wir können auf die einzelnen Felder einmal drauf gehen. Sollte das hier bei euch die Seitenleiste an der rechten Seite geschlossen sein, geht dazu einfach hier wieder auf das Zahnrad mit den Einstellungen und schon könnt ihr hier auf die einzelnen Felder gehen und sehen, was ihr da einpassen könnt. Unter Erweitert habt ihr immer die Möglichkeit, eine CSS-Klasse zu vergeben. Wer sich das Video von uns angeguckt hat mit Custom CSS, den wird das sicherlich freuen, dass er hier meine Klasse vergeben kann und dann die dementsprechend über Custom CSS da auch noch die Optik anpassen kann. Aber ihr seht jetzt schon direkt, das, was hier erzeugt wird, sieht im Gegensatz zur Standardseite, die wir vorher hatten, die wir hier noch einmal, es ist ja nicht gespeichert, die wir einmal nebenbei aufrufen, damit wir definitiv gleich einmal den direkten Vergleich haben. Wir können jetzt hier auf die einzelnen Felder gehen und da seht ihr, bekommt ihr jetzt immer unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel die Schrittanzahl einzeigen oder nicht. Das ist hier vor diese 1 und 2. Ihr könnt bei der Lieferadresse sagen, bei den einzelnen Feldern sowas wie Wohnung, wollt ihr nicht abfragen, euch reicht eine Adresszeile, die Telefonnummer wollt ihr vielleicht auch gar nicht abfragen und schon sieht das Ganze deutlich schlanker aus. Falls ihr die Informationen nicht braucht, dann könnt ihr hier, gut, die Versandoptionen sind noch nicht konfiguriert, auch das wird uns hier angezeigt. Der Shop ist ja noch nicht eingerichtet richtig. Hier haben wir dann die Zahlungsoptionen, die sind hier jetzt mit WooCommerce Payments verknüpft und direkte Banküberweisungen haben wir in den Einstellungen von WooCommerce hinterlegt, können dann hier unseren Datenschutzhinweis zum Beispiel eingeben, haben dann noch hier unseren Button, da können wir hier auch sagen, es soll keiner zurück zum Warenkorb sein, damit der Kunde direkt bestellt. Und wir klicken dann einfach mal hier ganz, ganz simpel auf Aktualisieren. Und schon, wenn wir uns die Kassenseite nochmal aufrufen in der Vorschau, dann sieht auf einmal unser Checkout so aus. Das heißt, ihr habt hier wirklich sehr entschlackt. Direkt wirklich den Bezahlungsbutton, der kann nicht untergehen als Express-Variante. Wirklich sehr clean und aufgeräumt. Auf der rechten Seite die Gesamtsumme. Und das Ganze könnt ihr jetzt noch weiter optisch mit Highlights wirklich anpassen an euer Design. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, eine Border-Color, gut, da macht es Sinn, dass es rot ist, wenn etwas fehlerhaft ist. Aber wir wollen das Ganze jetzt hier an unsere Farben zum Beispiel Purple haben, schon sind die Felder lila für unser Logo oder wir wollen hier die Gesamtsumme, die wollen wir nicht in dem Grauton haben, sondern wollen das Ganze, dass das ein sattes Schwarz ist und so könnt ihr dann wirklich Schritt für Schritt auch eure Checkout-Seite noch weiter anpassen. Ich finde es wirklich super genial, es ist innerhalb von wirklich wenigen Minuten schön geändert. Achtet wirklich auf die Kompatibilität mit eurem Template und dann habt ihr im Vergleich zu, wenn wir einmal wirklich vorher, nachher wirkt das schon deutlich besser im Beispiel wie von Shopify und nicht wie klassischerweise von WooCommerce. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen an der Stelle, dieser kleine Tipp. Falls du generell Fragen hast zum Thema WooCommerce, dir da Videos wünscht, schreib sie gerne hier in die Kommentare, dann schauen wir uns das gerne zusammen an. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt hier unten über den roten Button nach. Würde mich riesig freuen über deine Unterstützung und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Joey. Ciao, ciao.